will ich heute in die Kommentare gucken? Ich weiß es noch nicht, weil ich glaube, dazu werden viele Kommentare kommen. Ihr habt es zu verantworten übrigens, dass ich heute schwarzen Lippenstift habe. Ihr habt nämlich abgestimmt unter dem letzten hässliche Teile kombinieren Video, was ich beim nächsten hässliche Teile kombinieren Video für einen Lippenstift trage, und das ist schwarz. Und ich hatte gar keinen. Ich musste das mit Lidschatten machen. Ich hoffe, das färbt nicht auf den Zähnen ab. Ich finde es so strange. Oh mein Gott. Aber ich meine, ihr habt abgestimmt. Ich habe es euch zur Auswahl gestellt. Und deswegen werden wir heute das Video mit schwarzem Lippenstift durchziehen. Hässliche Teile kommen in dem Video. Ihr habt die Chance, mir immer auf Instagram direkt hässliche Teile zuzuschicken. Dort starte ich auch in der Story immer mal wieder einen Aufruf. Also fleißig sehr gerne Story mitgucken. Dann wisst ihr, wann genau der richtige Zeitpunkt ist, wann ich wieder am Shoppen bin für hässliche Teile. Und dann habt ihr eine hohe Chance, beim nächsten Video mit eurem Teil mit dabei zu sein. Und diesmal habe ich ja sogar das Oberteil an, was ich letztens gediy'd habe. Aber zurück zu den Teilen. Fangen wir doch direkt einfach mit dem ersten an, nachdem ich meine Haarsträhne hier geregelt habe. Heute ist wohin mit mir Tag. Wow, das ist froschgrün. Das ist richtig grün. Das ist so ein richtig sattes Grün. Und wisst ihr, woran mich dieser Stoff erinnert? Ist das nicht Organza? Ich glaube, das ist Organza, ne? Nach diesem typischen Dekostoff, den man in diesen 1-Euro-Läden kauft. Also ich habe den so vor 10 Jahren gekauft, weil ich immer dachte, boah, das sieht voll schick aus zu Hause. Aber ich habe mich vor kurzem von dem letzten verabschiedet. Und was macht ihr? Ihr schickt mir genau ein Teil, was genau diesen Stoff hat. Und wo ich so dachte, oh mein Gott, ist das jetzt eine Tischdecke oder ist das ein Oberteil? Es ist wohl eine Bluse. Und ich muss ehrlich sagen, als ich sie dann angezogen habe, war ich angenehm überrascht. Das hätte ich nicht gedacht. Und das passt ja sogar mit dem schwarzen Lippenstift, ne? Was ich auch sehr angenehm überrascht fand, ist, dass die vorne relativ gut bedeckt, man dort sozusagen den BH gar nicht durchsieht. Hinten sieht man das natürlich. Ich hatte so einen schwarzen Bandeau-BH an, wo man die Träger wegmachen kann. Ihr könnt natürlich die Träger behalten, wenn ihr sagt, ihr wollt es so haben. Ihr müsst natürlich überlegen, was für einen Look wollt ihr gerade bei so einer durchsichtigen Bluse unten drunter haben. Vielleicht irgend so ein Spitzenbüstier oder so. Irgend sowas mit aufwendigeren Trägern, wo man wirklich sagt, das ist ein Wow-Effekt oder halt so simpel wie bei mir. Und was ich halt krass finde bei der Bluse, Leute, ist diese fette Schleife um den Hals. Die kann man auch nicht abmachen und irgendwie ist der Stoff halt auch nicht so super bequem. Ich sehe eben gerade aus wie eine Hexe, ne? Und deswegen ist so, ich weiß ja nicht. Aber ich habe es dann zu einer schwarzen Skinny Jeans angezogen, habe dann noch, habe ich High Heels? Nee, ich habe so schwarze Schnürboots angezogen und habe dann noch diese schwarze grüne Glitzertasche, die ich habe, dazu kombiniert. Der Grünton hat halt einfach perfekt gepasst und dann dachte ich so, bam. Die Kombination fand ich ganz cool. Ich habe die Bluse nicht mal irgendwie reingesteckt, obwohl ich ja, ihr wisst, sehr gerne Oberteile immer reinstecke, also in die Hose reinstecke. Und ja, dementsprechend fand ich das Outfit am Ende eigentlich ganz geil, wo ich auch sage, die Bluse finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich glaube, sie ist einfach nur ein bisschen unvorteilhaft fotografiert auf der Webseite und deswegen denkt man so, okay, und der Stoff ist auch so ein bisschen, aber ich fand es irgendwie, was sagt ihr? Also findet ihr es cool? Ich bin mir extrem unsicher bei dem Teil, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich das zu Hause hätte oder mir das irgendjemand schenken würde und ich das dann so kombinieren würde, ich würde es tragen und ich glaube, das ist echt ein Wow-Effekt. Also so simpel kombiniert, hat mir gefallen, aber eure Meinung zählt natürlich. Also gerne unten in die Kommentare oder machen wir doch direkt einfach mal hier oben eine Abstimmung. Mein Magen knurrt, ich habe Hunger, ich habe sau Hunger, was esse ich heute zum Mittagessen? Okay, zurück zum zweiten Teil. Wow, wir werden immer crazier. Also das hier erinnert mich an eine Tischdecke. Es tut mir wirklich leid, ich finde den Schnitt vom Rock gar nicht so schlecht. Aber dieses rot-weiß karierte erinnert mich an eine Tischdecke, so typisch beim Italiener. Wenn ihr versteht, was ich meine, so ein richtig Klischee-Italiener. Und dann ist es auch irgendwie ganz strange, also es ist schon strange geschnitten in Kombination zu dem Muster, wenn ihr versteht, was ich meine. Warum habe ich meine Augen heute nicht offen? Also, und dann habe ich das als Rock angezogen mit so einem weißen Basic-Shirt. So, ich glaube, ich hatte silberne Sandalen und dann hatte ich noch diese Rattan-Handtasche und dann dachte ich so, wär's das jetzt schon? Ist das schon okay kombiniert? Kann man tragen, aber kann man nicht vielleicht doch nochmal was anderes machen? Und dann habe ich mir gedacht, zieh den Rock doch einfach mal als Kleid hoch. Denn hier haben wir wieder einen Gummibund. Dementsprechend ist das möglich, weil wir hier keinen festen Bund haben mit Reißverschluss. Ansonsten kriege ich das nicht hier oben hin. Und das T-Shirt habe ich drunter behalten, denn es gibt ja immer noch diesen Trend, ne, dass man unter Kleidern die T-Shirts trägt und so. Das habe ich als Kind ja immer gehasst. Jetzt ist es wieder in. Das ist so typisch. Das kommt immer mal wieder, ne? Als Kind dachte ich immer so, nee, ich will das nicht. Aber Mama immer, ja, aber es ist dann wärmer und so. Und ich meine, ich kann sie ja verstehen jetzt im Nachhinein. Nur als Kind versteht man solche Sachen von den Eltern nicht, wenn die einen irgendwie anziehen. Oh, das wäre interessant. Ich glaube, ein Video zu den Kindheitssünden, was man so angezogen bekommen hat. Oh, Leute, ich musste immer schick irgendwo hingehen. Alle waren voll lässig bei den Geburtstagen angekleidet. Und meine Mama, nee, du ziehst Sonntagskleidung an. Und dann die Sachen, die ich unbedingt zur Schule anziehen konnte, weil ich sie cool fand, durfte ich nicht, weil die waren zu schick. Das war immer so ein bisschen Stress. Ja, das war ein Stresspunkt mit meiner Mama. Da bin ich wirklich gespannt, was sagt ihr dazu? Findet ihr so ein Karo-Muster geht voll? Oder sagt ihr auch eher so,
Lieber nicht. Kommen wir nun zu der Regenbogenphase, und zwar zu dem allerersten Regenbogentop. Es ist schon sehr regenbogenlastig. Mein 15-jähriges Ich hätte sich extrem gefreut. Und nicht, weil ich jetzt irgendwas abwerten will, wenn man 15 ist, dass man irgendwie auf kindlichere Sachen steht. Absolut nicht, bitte nimmt es nicht so, sondern ich habe damals mit 15 solche Farben total gefeiert. Also ich fand das einfach mega, mega cool. Man muss ehrlich sagen, der Schnitt des Oberteils ist so ähnlich wie die Oberteile, die ich letztens gediy'd habe. Also das könnt ihr wirklich super, super easy selbst machen, falls ihr wissen wollt, wie man solche Oberteile aus einem alten T-Shirt selbst macht, verlinke ich euch hierzu das Video. Und gerade für dieses Oberteil habe ich für euch zwei Kombinationen rausgesucht. Einmal habe ich mich für eine Basicer-Variante entschieden und einmal für so eine etwas punkigere Variante. Wir fangen erst mit der punkigeren Variante an. Da ist das Oberteil komplett freigestellt. Ich habe dazu, ich habe meine bunte Mom-Jeans verwendet, die so richtig vollgeschmiert ist. Falls ihr mir schon länger folgt, dann wisst ihr, beziehungsweise kennt diese Jeans. Die hatte ich mal bei Stradivarius gekauft, aber sowas könnt ihr auch echt leicht selbst machen. Das muss man nicht schon fertig kaufen. Ich liebe sie, weil sie halt so gut sitzt und ich finde das total cool. Und ich dachte mir, okay, wir gehen jetzt richtig in die punkige Richtung. Hab dann die Fake Vans dazu angezogen, soweit ich weiß. Ein Gürtel und dann ist das Outfit eigentlich auch schon ready. Vielleicht noch mit so einem Lederrucksack oder mit einem anderen sportlicheren Rucksack oder vielleicht sogar mit so einem typischen Turnbeutel, ne? Mit so Kordeln und so. Und dann kann man damit, glaube ich, so in den Skatepark und so, hat dann dieses typische Ami-Klischee-Bild irgendwie bedient. Aber es ist echt, also finde ich, würde ich tragen. Ich fühle mich jetzt mit meinen 24 auch noch nicht zu alt dafür, ne? Also ich finde, das Alter sagt nichts über Fashion aus. Man muss sich einfach wohlfühlen darin. Und dann habe ich mir gedacht, weil viele das vielleicht ein bisschen zu ausgeflippt finden werden, tun wir es nochmal ein bisschen runterdressen, weil ich sehr gerne für euch ja verschiedene Stilrichtungen so ein bisschen abdecken will, habe ich einfach ein weißes Shirt drüber gezogen, so dass man eigentlich nur diese Regenbogenärmel sieht. Habe dann eine Mom-Jeans dazu kombiniert, beziehungsweise habe ich eine Mom-Jeans? Nee, ich glaube, ich habe eine Shorts dazu kombiniert, ne? Eine Shorts dazu kombiniert und dann fand ich es eigentlich auch ganz cool mit dem Gürtel und auch wieder diesen Fake-Vans und so. Da hat man auch einen sportlichen Look und hat dann einfach nur so ein Teil von den Ärmeln draußen. Also es hat auch was. Hat mir jetzt eigentlich auch ganz gut gefallen und finde ich, ist so ein bisschen diese Urban Outfitters Hipster-Look. Also, aber ihr entscheidet, ne? Wie gesagt, ihr entscheidet immer. Cool oder nicht cool? So wie bei dem Lippenstift. Cool. Oder nicht cool. Sophia, geh dich abschminken. Leute, eben gerade hat einer meiner Nachbarn musste ein Paket abholen, dann hat er geklingelt. Und ich war eben gerade bei der Hälfte mit dem schwarzen Lippenstift und ich habe das dann schnell wieder abgemacht und musste das dann wieder ranmachen, weil, also wenn ich so gewesen wäre, wäre es okay gewesen. Aber dass es so halb gemalt war, dachte ich so, oh mein Gott, wie peinlich. Genau jetzt muss natürlich einer klingeln. Nun aber zum nächsten Teil, wo ihr umkippen werdet. Ihr werdet umkippen. Das ist dieses Netz-Bodysuit-Ding. Leute, ihr übertrefft euch jedes Mal mit Regenbogen auf den Brüsten. What? Das ist... Hallo, und schaut euch mal unten an, wie lang dieser Schritt ist. Wenn man Low-Waist anzieht, hat man am Rand auch noch hier so einen Ausschnitt und so. Dann haben wir noch diese wunderschönen Regenbogen. Ich weiß ja nicht, ob bei so einem sexy, schmexy Outfit Regenbogen so das Richtige sind. Das ist so ein bisschen... Die Farben sind interessant. Ich glaube, das ist eigentlich so ein richtiges Festival-Oberteil. Also für ein Festival und es gibt Leute, die können es einfach tragen. Da sieht es halt einfach cool aus. Und gerade auf Festival vielleicht mit so ein bisschen Glitzer im Gesicht, ein paar Space-Buns und so. Coole Sache, wenn man sich traut zu tragen. Ist aber schon krass, ne, was ihr mir da so zuschickt. Also werdet von Video zu Video härter. Hab's angezogen, ist ja durchsichtig, Leute. Hab's erstmal mit BH angezogen. Ich habe mich später noch ohne BH getraut, weil ich gemerkt habe, die Regenbogen sind doch genau über den Nippel. Aber das ist für mich eine Riesenüberwindung. Das ist komisch. Ich würde damit nicht aus dem Haus gehen. Euch würde ich das zeigen. Ist irgendwie strange, ne, dass ich das euch im Video so zeigen würde, aber nicht aus der Straße damit gehen würde. Wie ihr wisst, ich habe so ein paar Komplexe mit meinen Brüsten, aber ich gebe das Beste, sie zu lieben. Denn die Natur hat sie so gewollt und irgendwann mal werden sie vielleicht ein kleines Baby nähren. Und das ist ja schon, was die Natur so kann, ist ja wow. Und Hauptsache, sie sind gesund. Das ist, denke ich, auch super, super wichtig. Also macht ihr gut, macht ihr sehr gut. Ich habe übrigens schon mal ein Video über meine Brust gemacht, falls ihr das sehen wollt, hier. Zurück zu dem Oberteil. Ich glaube, ich habe eine High-Waist-Shorts dazu angezogen mit einem Gürtel, dann so einer Bomberjacke und dann auch wieder diese Fake-Vans. Ich bin also auch wieder in diese punkige Richtung gegangen und ja, also finde ich, ist okay. Gerade die Bomberjacke verdeckt das nochmal so ein bisschen. Dann ruft es nicht direkt so, die hat unten drunter nichts an, das ist total netzig. Man kann natürlich auch, wenn es euch passt, bei mir ging es leider nicht, weil das so knalle eng war. Da ging nicht mal mehr ein T-Shirt drunter. Wenn ihr ein weißes T-Shirt drunter zieht,
was ungefähr vom Ausschnitt dann auch direkt hier so ein bisschen endet, dann kann man das drüber ziehen und ich glaube, das könnte auch ganz interessant aussehen mit einem weißen T-Shirt und drunter, falls ihr sagt, ich finde es eigentlich ganz cool, aber es ist mir zu nackt. Und dann habt ihr auch so ein bisschen diesen punkigeren Look. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wie schockiert ihr von dem Oberteil seid. Wow, manchmal rede ich, denke ich, schon weiter als das, was ich sage. Und schreibt drunter, was ihr haltet. Ich bin so gespannt, was ihr zu den einzelnen Teilen schreibt. Wow, heftig. Ja, wenn ihr mehr Teile sehen wollt, hinterlasst dem Video doch sehr gerne einfach ein Däumchen nach oben. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch keinen Teil mehr. Und falls ihr irgendwelche Gäste mal bei diesem Format sehen wollt, lasst mir doch sehr gerne unten eure Ideen. Ich fände es sehr cool, das mal mit anderen Leuten zu drehen. Ansonsten verlinke ich euch hier natürlich das letzte Video, falls ihr mir Teile zuschicken wollt. Wie gesagt, immer der erste Link unten Instagram. Ansonsten sehen wir uns natürlich beim nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann.